Am Abend des 13. April 2019 wurden in Reutlingen alle Züge von Gleis 2 nach Gleis 3 umgeleitet. Gleis 2 war nämlich von einem gleißenden Licht blockiert. Dieses gleißende Licht kommt von zwei Baumaschinen der Firma Leonhard Weiß. Bevor es losgehen kann, geht es erst einmal zurück an den Anfang des Bahnsteigs. Dort werden die beiden Maschinen auseinandergekuppelt und für den Arbeitseinsatz vorbereitet. Vorne dran ist eine Dreischwellenstopfmaschine 093X, die auch gleich loslegt. Diese Maschine hat die Aufgabe, den Schotter unter die Schwellen zu stopfen. Dazu werden vibrierende Stößel im Schotterbett gesteckt, die den Schotter unter der Schwelle zusammenschieben und zurechtrücken. Gleichzeitig wird das Gleis mitsamt den Schwellen leicht angehoben. Bei jedem Stopfvorgang werden drei Schwellen gleichzeitig bearbeitet. Danach geht es drei Schwellen weiter. Weil der blaue Teil, also der Stopfaggregat, verschiebbar ist, kann der Rest der Maschine auch während des Stopfvorgangs langsam weiterfahren. Während die Stopfmaschine Gleis 2 bis zum Ende beackert, läuft der Verkehr auf Gleis 3 weiter. Die zweite Maschine ist eine Schotterplaniermaschine SSP 110 SW. Diese bringt das Schotterbett wieder in Form. Durch einstellbare Pflugscharen werden die Schottersteine an ihren Bestimmungsort geflogen. Das Ganze sorgt für eine ordentliche Staubentwicklung. Der Lärmpegel ist ohrenbetäubend. Seid froh, dass ihr nicht die Originallautstärke hören müsst. Zwischen den beiden Maschinen sind noch zwei Arbeiter mit einem fahrbaren Messgestell unterwegs. Ich vermute, dass sie die Lage des Gleises relativ zur Bahnsteigkante messen und notieren.